So, herzlich willkommen aus dem Gewinnerauto, so kann man sagen, das eCannonball 2018. Wir waren dabei, wir heißt das Team NextMove, gemeinsam mit den Jungs von Clean Electric Podcast. Wir haben das Ding gerockt, wir haben gewonnen, wir freuen uns sehr darüber. Wir sind natürlich als Geheimfavorit ins Rennen gegangen, aber letztendlich war es eine spannende Challenge, 29 Elektroautos von Hamburg nach München oder konkret gesagt, wir mussten noch einmal um München herum oder gerade durch. Unsere Strecke war 840 Kilometer. Alltagstauglichkeiten mit dem E-Auto für Langstreckenfahrten quer durch Deutschland, das galt es zu beweisen. Am Start waren 10 Teslas und 19 andere Fahrzeuge verschiedenster Marken, um die komplette Breite am Start zu haben. Organisiert das Ganze von Michael Schmidt und Uwe Kröger. An dieser Stelle vielen Dank an euch beide, vielen Dank an alle eure Helfer, vielen Dank an alle Wettbewerber und Mitstreiter, die dazu beigetragen haben, es zu einer tollen Veranstaltung zu machen. Vielen Dank an die Jungs von Clean Electric, dass sie mich begleitet haben. Wir sind also alle vier gefahren. Und vielen Dank auch an die Kollegen von NextMove, die mich unterstützen bei solchen Aktionen. Wir wollen noch ein bisschen über die Taktik plaudern, was es uns ermöglicht hat, das Rennen auch tatsächlich zu gewinnen. Und auch über allgemein darüber reden, wie es ist, mit dem E-Auto durch Deutschland zu fahren. Kann das funktionieren? Was muss man tun, um schnell anzukommen? Und was sollte man möglichst vermeiden? Wir haben natürlich versucht, am Abend vorher ein bisschen zu spionieren und beim geselligen Beisammensein den Leuten nach ihrer Taktik zu fragen. Da kam die Ansage dann immer, schnell fahren und schnell laden. Und danach natürlich ein breites Grinsen oder ein Lachen. Das heißt, die Tesla-Fahrer haben sich in der Regel nicht in die Karten gucken lassen, außer den Oliver Krüger. Der hat sozusagen auch die Community eingeladen, ihn zu treffen an den Superchargern. Es ist aktuell so, dass Tesla europaweit ein tolles Supercharger-Netzwerk hat. Man kann sorgenfrei ohne Routenplanung von A nach B fahren. Das Auto übernimmt die Planung. Wenn man natürlich jetzt so eine Vergleichsfahrt macht, dann schaut man natürlich ein bisschen genauer hin, ob man vielleicht der Tesla-Routenplanung noch ein paar Minuten abnehmen kann, ob man es selber noch ein bisschen cleverer machen kann und noch mehr aus dem Auto und aus dem Ladesystem rauskitzeln, um dann möglichst als Erster ins Ziel zu kommen. Das haben alle Teams gemacht, das haben auch wir gemacht. Und unsere Strategie war schnell fahren und schnell laden. Wir haben mit dem Tesla Model 3 ein Fahrzeug, was auf der Autobahn und bei schneller Fahrt sehr effizient zu bewegen ist und einen relativ geringen Verbrauch hat. Zugleich kann es sehr schnell laden in einem bestimmten Bereich des Akkus. Wir haben also Test vorbereitend eine Woche vorher nochmal einen Ladetest gemacht. Da habe ich das Auto von 0 auf 99% geladen, eine komplette Ladekurve protokolliert. Und wir haben festgestellt, dass das Auto, wenn man leer ankommt, erstmal gar nicht so schnell lädt. Wenn man also im Bereich 0 bis 8% liegt man also um die 60 kW Ladeleistung. Das ist nur die Hälfte dessen, was maximal möglich ist. Verglichen mit meinem S85 von 2014, der fängt bei 0% sofort an, volle Pulle zu laden. Das heißt aber, viele neuere Teslas laden in diesem Bereich noch nicht volle Leistung. Ist also ein Bereich, den es auf der Langstrecke, wenn man ganz schnell sein will, zu meiden gilt. Und die Ladekurve ist dann so, bewegt sich auf einem konstant sehr hohen Niveau im Bereich 115 bis 120 kW bis ungefähr 50%. Und dann kommt ein Knick und bei 65% sollte man versuchen weiterzufahren und dann entsprechend seine Fahrgeschwindigkeit der Streckenlänge anzupassen. Die Strategie der Teslas war variabel. Da es das Supercharger-Netzwerk ermöglichte, auf der Strecke Hamburg-München schon alleine, was den ersten Ladestopp angeht, ungefähr 4 bis 5 verschiedene Supercharger anzufahren. Je nachdem, wie man seine Taktik ausrichtet. Das nächste Kriterium war natürlich die Reichweite meines Fahrzeuges, die Schlagdistanz mit dem ersten vollgeladenen Akku. Wir hatten früh noch ein paar Kilometer Anfahrt und wussten, dass wir ungefähr mit 95% starten können, weil wir am Start selber nicht laden konnten oder auch nicht so früh aufstehen wollten, dass wir da um die Ecke nochmal laden. 6 Uhr war also Treffpunkt am Start. Und in der Strategie galt es eben auch zu berücksichtigen,
die optimalen Abstände zwischen den Superchargern und am ersten Supercharger möglichst als erster anzukommen, um kein Gedrängel zu haben. Weil es passieren kann, wenn es sehr voll ist am Supercharger, aus Netzschonung, dass also auf, sage ich mal, 10 Ladeanschlüsse insgesamt 5 Ladeeinheiten zur Verfügung stehen. Das heißt, die ersten 5 kriegen an einem 10er Supercharger volle Leistung und ab Nummer 6 gibt es dann für 2 Fahrzeuge Leistungsteilung. Das macht Sinn, weil diese Zustände im Alltag nur sehr selten auftreten und stattdessen sehr hohe Netzanschlussleistungen erforderlich wären. Das wird also dadurch umgangen. So, unser Hauptgegner sozusagen in Anführungsstrichen war das Tesla Model S 100D, sprich ein Auto mit einem deutlich größeren Akku und zugleich ebenfalls einer guten Effizienz, zumindest für die Größe des Fahrzeuges gesehen, und einer sehr hohen Ladegeschwindigkeit. Und wir hatten uns eben dafür entschieden, zuerst zum Supercharger nach Hohenwarsleben zu fahren. Das war ein gewisses Risiko, weil es erstens nur ein 6er Supercharger war. Wir hatten Außentemperatur 0 bis 2 Grad und es waren 285 Kilometer zu fahren. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel für ein Auto, mit dem wir im Sommer auf der Autobahn ohne Probleme 500 Kilometer fahren oder auch mal mehr. Aber wir wollten eben sehr schnell fahren, weil das Auto so schnell laden kann. Macht es eben keinen Sinn, mit einem Tesla Model 3 mit 100 oder 110 km/h über die Autobahn zu schleichen, sondern entsprechend die Ladeabstände zu verkürzen und stattdessen schneller zu fahren, weil das Auto so schnell laden kann. Das heißt, unsere Hoffnung war, dass viele Teslas nicht auf diese 285 Kilometer Distanz gehen, sondern sich auf eine andere Route entscheiden, wo der erste Supercharger schon früher bereitsteht und die zugleich kürzer ist. Wir sind also gewiss auch einen kleinen Nachteil eingegangen, für eine längere Route uns entschieden zu haben, weil längere Route heißt erstens mehr Fahrzeit und zweitens, wer eine längere Route hat und mehr Fahrzeit hat, hat auch mehr Ladezeit, weil ich die Kilometer, die ich mehr fahre, natürlich auch wieder mitladen muss. Geklappt hat es aber sehr gut. Es sind insgesamt, glaube ich, 3 Teslas über die A24 und dann später Berlin und A9 Richtung Leipzig gefahren. Es sind glaube ich, nur wir oder ein, zwei weitere, ich weiß es nicht mehr genau, über Hohenwarsleben bei Magdeburg nach Nempitz bei Leipzig gefahren, um dann die A9 weiter runterzufahren. Und es sind eine ganze Menge Teslas, die sich für die A7 entschieden haben, sozusagen die vermeintlich oder die kürzeste Strecke, wobei es auch da nochmal eine Variante im Süden dann gab, wann man dann auf die A9 oder Richtung München gekreuzt hat, ob man das schon Höhe Nürnberg getan hat oder ob man über Ulm und Augsburg dann erst direkt auf München zugefahren ist. Wir haben natürlich die Gegner auch beobachtet, alle Teilnehmer haben ihren Standort geteilt, nicht alle haben die Geschwindigkeit geteilt, um da ein bisschen die Taktik nicht voll zu zeigen. Wir waren da sehr offen und haben natürlich auch unsere Geschwindigkeit geteilt, um auch Außenstehenden es zu ermöglichen, uns auch zu folgen. Und am Supercharger Hohenwarsleben ist einer der ersten in Deutschland gewesen, gab es nur verminderte Ladeleistung von nur in Anführungsstrichen 102 kW. Unsere Ladestops, wir haben hier so ein kleines Protokoll auch mitgeschrieben, waren in der Regel im Bereich unter 30 Minuten oder so zwischen 20 und 30 Minuten. Mit der Maßgabe eben meistens im Bereich 10% anzukommen. Das ist uns auch relativ gut gelungen. Aufgrund der langen Strecke beim ersten Ladestopp sind wir dort mit 5% angekommen und haben dort auf 57% geladen. Da war es geringfügig länger als eine halbe Stunde. Und wir hatten dann aber eben die Möglichkeit, die anderen Routenabschnitte alle sehr schnell zu bewältigen. Und es gibt auch noch ein zweites Video, wo wir euch live mit auf die Strecke nehmen, sozusagen bei im Auto schauen, wie wir einen Podcast live aufzeichnen. Wir waren insgesamt etwas über 8 Stunden unterwegs, aber es war doch stressig, weil langweilig war uns nicht. Die Ladestops waren viel zu kurz, um mal vernünftig eine warme Mahlzeit einzunehmen. So viel zum Thema, ich will nicht an der Ladesäule ewig rumstehen. Viel mehr als Pullerpause, Smalltalk und 3 Zahlen auf dem Zettel zu schreiben, viel mehr war da meistens nicht. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit auf den gesamten Trip lag bei ungefähr 100 km/h. Das heißt, da waren die Ladepausen schon mit dabei. Was auch dabei war, war eben eine Ortsdurchfahrt durch komplett München in der Rush Hour. Ansonsten wären wir natürlich im kompletten Durchschnitt
noch mal deutlich schneller gewesen. Das war die Strategie, die sich letztendlich als hilf- und siegreich erwiesen hat. Aber natürlich gehört auch ein kreatives Team dazu. Wir haben uns also vorher ein bisschen Gedanken gemacht. Und natürlich gehört auch ein sehr effizientes und schnellladendes Tesla Model 3 von Nextmove dazu, so eine Challenge auch zu gewinnen. Schauen wir noch auf den, jetzt mal bös gesagt, Rest des Feldes, auf die 19 anderen, die sich, man kann es nicht anders sagen, mit der sonstigen öffentlichen Ladeinfrastruktur rumschlagen mussten. Wir erleben, dass es richtig viele Ladesäulen in Deutschland gibt zum Schnellladen. Jede Woche praktisch werden Schnelllader in Deutschland eröffnet. Die Zeiten, dass da nur eine Ladesäule stand, sondern jetzt auch mal vier kommen, haben sich also dahingehend geändert. Die Zeiten, dass es 50 kW Ladesäulen gab, ändert sich dahin, dass es jetzt 80 kW Ladesäulen gibt. Da steht zwar mehr dran, aber die meisten können aktuell im Bereich 80 kW ungefähr abgeben, was also auch den anderen Fahrzeugen schnelles Fahren und schnelles Laden ermöglicht. Und der erste der anderen war ein Hyundai Kona im Ziel, also ein Auto in dieser Batterieausstattung im Bereich 35.000 bis 40.000 Euro, kaufbar seit einigen Monaten in Europa. Und der hat sogar einige Teslas hinter sich gelassen und kam allerdings eine Stunde auch ungefähr vor dem nächsten Hyundai Kona in München an. Denn dort saß auch ein kreatives Team und ein fleißiges Team auch hinterm Steuer. Die haben nämlich am Vortag alle ihre Ladepunkte schon mal angefahren. Es hat sich ergeben, da sie aus Süddeutschland erstmal nach Hamburg anreisen mussten, sind sie also an jeden Lader, den sie am Folgetag nehmen mussten, einmal hingefahren, haben geschaut, ob er läuft. Und sie sind komplett auf die sogenannten Superschnelllader gegangen, wo der Hyundai Kona ungefähr 75 kW laden kann über einen relativ langen Zeitraum. Sie hatten zudem den Vorteil einer 64 Kilowattstunden Batterie, dass sie nicht so oft laden müssen und die Ladestrategie nicht an den tatsächlichen Standorten der Ladesäulen ausrichten mussten, sondern ein bisschen auch ihr eigenes Tempo und ihre eigene Strategie fahren. Sie hatten nur einen 50 kW Lader auf der Strecke und das letztendlich war das Rezept, um die Kategorie Nicht-Tesla für sich zu entscheiden. Wir haben dann aus den WhatsApp-Gruppen und Berichten der Teilnehmer gehört, dass einige Teilnehmer richtig große Probleme mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur hatten. Teilweise drei Ladestationen an einem Ort, die nicht belegt waren, sondern die haben nicht funktioniert. Und da geht es nicht darum, welche Karte nehme ich, zahle ich jetzt 3, 5, 7 oder 12 Euro für den Ladevorgang, sondern da standen einfach mal drei Ladesäulen, die von deutschem Steuergeld finanziert waren, die einfach mal nicht gingen. Und auch der Kona Nummer 1 war in Hohenwarsleben mit uns. Die kam also wenige Minuten nach uns an und sind da mehrmals umgeparkt und haben verschiedene Ladesäulen probiert, weil die entweder nur verminderte Leistungen abgegeben haben oder nicht funktioniert haben. Zur Strategie noch ein kleiner Nachteil, den wir noch hatten. Wir waren der vorletzte Tesla, der auf die Piste gegangen ist und mussten erstmal das Feld von hinten aufräumen. Dieser Startnachteil ist natürlich auch berechtigt, wenn man sozusagen ein bisschen Chancengleichheit schaffen will. Dann kann man die Geheimfavoriten dann schon gerne auch mal weiter hinten platzieren. Und die Autos, die es ein bisschen schwieriger haben, die kleinere Akkus haben, geringere Reichweite, denen dann erstmal eine halbe Stunde Vorsprung geben. Im Tesla, für die Teslas waren es aber, glaube ich, nur 8 oder Minuten auf den Tesla, der am frühesten vor uns gestartet ist. Ja, Fazit für die anderen war also ganz klar, die sind fast alle nicht so schnell durchgekommen, wie sie sich erhofft hatten. Ich weiß nicht, wie viele Teams es, ich glaube, es würde einfach mal behaupten, es gab kein Team, das keine Probleme mit der Ladeinfrastruktur hatte und wo alles so geklappt hat, wie sie es wollten. Wenn das nicht zutreffend ist, dann postet es mir bitte in die Kommentare und schreibt, wir sind super durchgekommen, es hat immer alles geklappt. Schön wäre es, wenn es so wäre. Wir sagen aktuell, die Elektroautos der Mittelklasse sind aktuell deutlich besser als die öffentliche Ladeinfrastruktur. Mit den Autos kann man Spaß haben. Bei der Infrastruktur braucht man aktuell immer noch einen Plan B, der mitfährt und es einem ermöglicht, dass man eben nicht liegen bleibt. Ich glaube, liegen geblieben ist gestern keiner. Sie sind alle durchgekommen. Es war eine tolle Challenge. Wir sind gerne auch nächstes Jahr wieder mit dabei beim eCannonball 2019. Der Uwe und der Micha haben noch nicht ausgeplaudert, was sie davor haben, aber sie haben angedeutet, dass es ein bisschen größer wird. Als Titelverteidiger ist man natürlich gesetzt, davon gehen wir aus. Wir suchen gerne eine neue Herausforderung mit einem anderen Fahrzeug vielleicht. Ansonsten wäre es auch spannend, mit dem gleichen Auto wieder ins Rennen zu gehen, mit dem Tesla Model 3. Wir wissen noch nicht, was es im nächsten Jahr, in einem Jahr für Autos gibt. Es bleibt spannend.
Und wir machen auf alle Fälle noch ein weiteres Video, wo wir euch mit auf die Strecke nehmen ins Model 3, was bei uns unterwegs alles gelaufen, schiefgelaufen, wie es gelaufen ist. Das Video kommt in Kürze, da müssen wir noch ein bisschen schneiden. Und das schieben wir nach auf unserem Kanal. Wir freuen uns über ein Abo und danke, dass ihr mit dabei wart und entweder live beim eCannonball über Glimpse uns getrackt habt oder heute hier unsere Strategie-Nachbesprechung mit angeschaut habt.